herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder von zu Hause und heute gibt es sozusagen auch den ersten Report von meiner Umschulung, oder noch hatte die Umschulung nicht begonnen, es ist ja im Moment noch der RVL, der Reha-Vorbereitungslehrgang, wo ich halt bei Deutsch, Mathe und EDV ein bisschen wieder so halt auf Vordermann gebracht werde, da ich jetzt ja auch schon ein paar Jährchen aus der Schule raus bin. Und ja, bis jetzt lief alles soweit ganz gut. Sonntag habe ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen so die Platte gemacht, war ziemlich aufgeregt und alles, konnte auch schwer schlafen. Glücklicherweise hat es am Montag erst um 3:12 begonnen, weswegen es nicht so schlimm war, dass ich erst um 2 ins Bett gekommen bin. Sonst an sich, wie gesagt, es läuft soweit ganz gut. Wir haben am Montag nicht so viel gemacht, da war halt erstmal alles vorstellen, dann wurden die Klassen eingeteilt. Wir sind im Moment kaufmännischer Bereich 30 Mann. Bunt gestreutes Mischfeld aus allen möglichen Bereichen, werden dann aber halt nach diesen 3 Monaten nochmal separat eingeteilt, und die Industriekaufleute sind 7 Leute dann mit mir einberechnet. Es war keine große Umstellung für mich, muss ich ehrlich zugeben, dass es dass auf einmal halt nicht mehr bis 8, 9, 10 rum schlafen, sondern um 6 Uhr aufstehen und kurz vor 7 los, habe ich gar kein Problem mit. Und ja, mit den Leuten wird man langsam auch so ganz warm. So viel habe ich ja logischerweise in der Zeit noch nicht kennengelernt. 30 Mann sind ganz schön viel. Aber mit denen, mit denen ich mich so bis jetzt beschäftige, sage ich mal, mit denen komme ich gut klar. Die sind so relativ auf einer Wellenlänge. Es sind ein paar dabei, wo ich mir denke, okay, ne, älter als ich und machen halt ihn auf Klassenklauen, sag ich mal. Ne. Ich war auch früher so, ne, gebe ich ehrlich zu. Ich mag das aber nicht mehr. Ne. Wir haben, vorne redet der Lehrer, ne, und dann sitzen die Leute da und quatschen und alles, ne. Ich war früher auch mal so, aber es nervt mich jetzt einfach nur noch, ne. Ich habe früher, war ich definitiv kein Streber, sonst müsste ich jetzt keine Umschulung machen. Aber das Ding ist, ich will jetzt Streber sein. Ich will wirklich ein Streber sein, Streber werden. Ich werde noch viel büffeln. Wir haben heute den ersten Test geschrieben gehabt in Mathe und in Deutsch. Einfach mal nur so halt, um zu gucken, wo unsere Kenntnisse sind. Ich habe noch keine Auswertung, das wird noch nicht benotet. Aber die sagen uns halt die Punkte, wo wir dann auf der Tafel oder halt auf der Liste gucken können, was sie für eine Note gehabt hätten. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich bin eigentlich sehr guter Dinge, ne? Und werde jetzt weiterhin dranbleiben. Ne? Also ich habe jetzt einiges an Lernmaterial schon bekommen. Werde das dann auch immer abschnittsmäßig mit nach Hause nehmen. Das wäre so ein dicken Ordner. Will ich nicht jeden Tag mit nach Hause schleppen, ist klar. Wenn wir sie da lassen können, bleiben sie erstmal da. Aber ich nehme mir dann immer teilweise was mit, wo ich weiß, okay, es ist ein bisschen schwer, gucke ich mal rein. Ne? Gerade bei Deutsch ist halt so dieses, na, diese Prädikate und wie das alles heißt. Ne? War ich wahrscheinlich Kreidehund damals. Aber ich denke mal, dafür ist dieser RVL ja auch da, dass ich halt wieder ein bisschen reinfinde. Und ich denke mal, ich kriege das auch gebacken. Das Gute ist aber halt, dass man gerade im industriekaufmännischen Bereich weniger Deutsch braucht, sondern mehr mit Zahlen arbeitet. Und Zahlen liegen mir schon ein bisschen mehr. Habe ich auch, wusste ich schon immer, ich habe schon immer gerne so gerechnet, Kopfrechnen, auch ein bisschen größere Zahlen. Aber jetzt halt darauf ein bisschen aufzubauen, das freut mich schon, ne? Dass ich halt so bei dem Kurs im Dezember gesehen habe, dass einiges halt doch noch da war, wo ich eigentlich auch dachte, da war ich Kreide holen, war ich nicht anscheinend, kam schnell wieder und habe das auch schnell wieder aufgreifen können, was mich wirklich gefreut hat. Da werde ich auch definitiv dranbleiben. Morgen werde ich nach der Schule seit langem mal wieder zu mir auf die Strecke gehen, ein bisschen basteln.
Am Wochenende bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, weil das Wetter es einfach nicht zugelassen hat, ne? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es ab und zu mal kurz regnet, wenn ich auf Strecke bin oder irgendwas, weil im Wald schon noch ein bisschen ab. Aber das war mir dann zu doll mit dem Wind und alles. Da hätte ich nur sinnlos gefroren. Das wäre nicht für mich, ne? Ansonsten, wie gesagt, läuft für mich ganz gut. Der Suchtdruck, den ich hatte, zwecks Befürchtungen, alles vor Montag war völlig unbegründet gewesen, wie immer. Eigentlich, dass ich mir alles so ein bisschen zerdenke und zu viel Kopf mache. Glücklicherweise war es nicht so. Und ich werde euch darüber weiterhin am Laufenden halten. Am Sonntag gibt es dann wieder ein Video über Fahrradfahren und Strecke. Und nächsten Mittwoch dann halt wieder Schule, Sucht, dass ich alles so ein bisschen halt abdecke. Ne? Ich denke mal und hoffe sehr, dass es euch interessiert und ihr weiterhin einschaltet. Und ich sage mal, habt noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dahin, euer Jay.